Und dann blutet es vielleicht sogar ein bisschen und so. Und das sind so die Momente, wo ich merke, okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, aber ich kann es auch nicht lassen. Genau so. Und hier rastet deine Hand anstrengungslos ein. Und dann hat es so angefangen, dass ich meinen Körper auch nicht mehr bewegen konnte, sondern ich konnte echt nur das machen, was er mir gesagt hat. Fingernägel kauen. Macht ihr das auch? Also, wenn ich nervös bin, dann spiele ich an meinen Haaren rum, kratze an meiner Kopfhaut. Das ist schon so weit gegangen, dass meine Freundinnen mich darauf angesprochen haben. Was mir auch ein bisschen unangenehm ist, ich treffe heute meinen Kollegen Dimi und er ist Fingernägelkauer. Und das ist belastend für ihn, es raubt seine Nerven und das Ding ist, kein Mittel, das er bisher ausprobiert hat, hat geholfen. Und deswegen starten wir heute gemeinsam den letzten Versuch, nämlich Hypnosetherapie. Hallo! Komm in. Oh, schön. Okay, Demi, Thema Fingernägel kauen. Wie lange machst du das? Ich glaube, seitdem ich so 8 oder so bin. Ja? Das heißt, so 15 Jahre einfach. Hm. Ja. Wie doll würdest du selber einschätzen, ist das? Das ist so voll situationsabhängig. Also ich habe voll gemerkt, zum Beispiel während meiner Prüfungszeit, so Abi-Phase und so, war es halt richtig krass, weil ich das so als Anti-Stress-Mechanismus genutzt habe. Wie sehr, würdest du sagen, belastet dich das, dass du an deinen Nägeln kaust? Also irgendwie, ich glaube, ich will mir das nicht so einreden, dass es so ist. Aber manchmal gibt es dann so Momente, wo ich so merke, wenn meine Finger sogar wehtun zum Beispiel. Oder manchmal kommt es auch zu Situationen, wo man von irgendwas vielleicht voll getriggert ist oder so. Und dann blutet es vielleicht sogar ein bisschen und so. Und das sind so die Momente, wo ich merke, okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, aber ich kann es auch nicht lassen. Ich habe auch irgendwann angefangen, meine Fingernägel zu lackieren, also weil ich es an sich mag als Fashion-Statement und so, aber auch, damit ich tatsächlich nicht daran kaue. Und es funktioniert auch. Was aber nicht funktioniert, ist, dass ich dann die Haut drumherum halt nicht, also weißt du, ich kau trotzdem dran an dieser Haut drumherum. Verstehe, das heißt, es geht bei dir nicht nur um die Nägel, sondern um die Finger und um die Nagelhaut auch. Voll. Was würdest du sagen, ist die Ursache dafür, dass du an deinen Nägeln kaust? Also das ist vor allem so, bevor irgendwas Großes ansteht, wie eine Prüfung zum Beispiel, ein Vorstellungsgespräch. Also wenn man halt irgendwie nervös wird, wenn irgendwas nicht klappt. Aber ich ertappe mich auch einfach aus Langeweile manchmal. Wie fühlst du dich damit, dass wir ein Selbstexperiment mit dir planen, indem du uns ja sogar per Videotagebuch auf die Reise mitnimmst, ob Hypnosetherapie was für dich ist? Ist dir das irgendwie unangenehm? Nee, überhaupt nicht. Ich bin ready dafür. Ich glaube, ich bin bei diesem Punkt, wo ich das ändern möchte, wo ich das lang genug mit mir mittrage. Und ich glaube, jetzt wird es erstmal Zeit, meine Fingernägel abzulackieren. Denn ich weiß, super viele von uns strugglen damit. Und ich will so ein Zeichen setzen, dass es voll okay ist. Man kann seine Fingernägel zeigen. Man kann, wenn man möchte, was dagegen tun. Das ist jedem selbst überlassen. Stimmt. Und für die Hypnosetherapie, der wird sich natürlich auch deine Finger angucken. Das heißt, wenn du es jetzt ablackierst, ist das sozusagen der Rohzustand von deinen Händen. Ja, it's 100% me. Oh. Kein Abdecken mehr. Ich finde es mega gut und habe selber total viele Fragen, auch an Malte, der die Hypnosetherapie durchführt. Was hast du für Erwartungen? Ich habe keine Ahnung, ne, wie ich mich da verhalten soll und so. Und ich weiß, dass eine Hypnose nicht so ist, dass Malte alles tut und ich liege da nur so rum, sondern ich muss auch Eigeninitiative zeigen. Und ich hoffe, ich kann mich stark genug konzentrieren, dass ich das auch am Ende mache. Nagellack ablackiert. Yes. Okay, guck dir deine Nägel an. Was würdest du sagen, wie ist der Zustand? In was für einer Nagelkauwoche befinden wir uns? Oh, wow. Also, ich würde sagen, die Nägel an sich sind okay, weil ich jetzt lange Nagellack getragen habe. Also, so lange waren sie schon länger nicht mehr. Aber die Haut darum ist ganz schlimm gerade. Okay, also wollen wir loslegen? Let's do it. Okay, auf geht's. Das ist Dimi. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen. Hallo. Er ist Teil des Auf-Klo-Teams und unser Social-Media-Producer. Heute aber vor der Kamera als unser Gast dabei. Dimi wohnt in einer WG, er liebt das Tanzen und er zeigt sich gerne bunt. Das gilt auch für seine Nägel. Aber Dimi, was stört dich an ihnen und belastet dich? Mir fällt es schwer aufzuhören, daran rumzukauen. Kein Mittel hilft. Eine Hypnose ist der letzte Versuch von Dimi, mit dem Nägelkauen aufzuhören. Ob das funktioniert? Bist du nervös? Ich bin bereit, ey. Ich bin ein bisschen nervös, keine Ahnung wieso. Ich glaube, du bist nervöser als ich. Ja, das kann sein. Okay. Ach, das ist ja auch schön. Hallo. Hallo. Guten
Tag, grüß dich, ich bin Maria, schön dich kennenzulernen. Hallo. Wie würdest du einschätzen, was sind so Dümmis Erfolgschancen für diese Erfahrung jetzt mit dir? Wir haben ja im Vorhinein schon telefoniert und auch darüber gesprochen und da habe ich eben festgestellt, du willst diese Veränderung machen. Du hast gesagt, es ist ein Thema, was dich schon lange plagt und was du unbedingt loswerden möchtest. Und das ist an sich die wichtigste Voraussetzung. Und dann kann ich eben mit meinen Methoden oder den Methoden, die wir auch hier in der Praxis anwenden und dem, was wir im Vorgespräch herausarbeiten, dich bestmöglich dabei unterstützen. Ich kann allerdings kein Heilversprechen geben. Das würde dir aber auch kein Arzt oder Mediziner geben. Okay, weil dann würde ich sagen, wir lassen euch mal ein bisschen in Ruhe arbeiten. Und ich bin natürlich total gespannt, von dir am Ende auch deinen Erfahrungsbericht zu hören. Wie geht's dir? Alles gut? Ich bin bereit. Okay. Ja. Liegst du gut? Fühlst du dich wohl? Yes, es ist super kuschelig. Okay, dann bekommst du von mir jetzt noch Kopfhörer und wir machen dann einen kleinen Soundcheck. Genau, über die Kopfhörer hörst du dann meine Stimme und Musik. Ich mache dazu ein hypnotisch-musikalisches Live-Set im Hintergrund. Dadurch fällt es dir noch leichter zu entspannen. Es fällt dir dann auch leichter, dir die Dinge vorzustellen. Und je einfacher die Vorstellung, desto leichter die Veränderung und vor allem je intensiver die Vorstellung. Im nächsten Schritt einmal deine Hände mit den Handflächen nach oben aufstellen. Ich nehme deine rechte Hand, stell sie auf, als wenn du eine Schale in der Hand hast. Genau so. Und hier rastet deine Hand anstrengungslos ein. Die linke Hand kannst du einmal selber hochnehmen, auch so aufstellen, auch diese Hand. Dein Unterbewusstsein macht es dir so leicht, in diese Entspannung hineinzukommen. Jedes Geräusch von innen und außen, das du wahrnimmst, ist für dich nur ein Zeichen, noch tiefer zu gehen, dich noch mehr zu entspannen. All die Versuche, in denen du gescheitert bist, all die Situationen, in denen du dich geschämt hast, deine Fingernägel zu zeigen, all der Stress aus den letzten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, all das, was sich dort angesammelt hat, was dich daran hindert, wirklich frei zu sein von dieser nervigen Angewohnheit. Vielleicht ist es eine Situation, in der du unter besonderer Anspannung stehst, vielleicht eine Situation, in der dir langweilig ist beim Filmgucken. Und jedes Geräusch, das du wahrnimmst, jeder Ton der Musik, jedes Wort, was ich sage, ist für dich nur ein Zeichen, noch tiefer zu gehen, dich wohler zu fühlen, loszulassen. Nichts kann dich hier stören in deiner wunderbar tiefen Entspannung. Wir haben jetzt Malte und Demi doch lieber alleine gelassen, weil ich glaube, unsere Präsenz hätte doch ein bisschen was so an der Coaching-Situation verändert. Jetzt bin ich total gespannt, von euch zu hören. Hättet ihr euch auf diese Situation einlassen können? Findet ihr Hypnose-Coaching irgendwie spannend? Würdet ihr euch mehr damit beschäftigen wollen? Weil ich bin überrascht, ich hätte in dieser Situation eine kleine Abwehrhaltung gehabt, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber ich bin natürlich besonders gespannt, von Demi die nächsten Wochen zu hören, ob es ihm was hilft, was es ihm bringt und was er so davon hält. Okay. Oh, let me hear. Oh Gott, komm, ich hol dich ab. Das war eine Experience. Wie geht's dir? Mein Kopf tut weh. Ach echt? Ja, ich glaube, das war super viel gerade für meinen Kopf, weil man teilweise auch so zurückreisen musste in seine Vergangenheit. Ja. Und so. Und war ein bisschen überfordernd. Aber am Ende, ja, hat es geklappt tatsächlich. Okay. Ging es viel ums Fingerkauen? Weil am Anfang, ich habe ja nur den Teil so richtig mitbekommen, wo es erstmal um die grundsätzliche Entspannung ging. Ja. Genau, am Anfang ging es nur so ums Entspannen und so, Loslassen vor allem. Und dann hat es so angefangen, dass ich meinen Körper auch nicht mehr bewegen konnte, sondern ich konnte echt nur das machen, was er mir gesagt hat. Also heb die Hand so und dann ist es quasi so festgeknickt, dann kannst du es nicht runter machen und so. Und ich war so, das funktioniert ja echt. Und später ging es dann ums Fingerkauen. Also dann hat er immer wieder auch wiederholt, du wirst das und das nicht mehr machen, du wirst zu deinen Händen schauen und es mögen und so, du wirst Nagellack tragen. Oh, wow, boah, ich bin so gespannt, was du die nächsten Wochen noch so erleben wirst. Und ich werde alles als Videotagebuch festhalten, boah, also das mal heißt, schauen. Ja. Und dann am Ende sehen wir uns ja auch wieder, weil erstens, ich möchte unbedingt eine Maniküre mit dir machen. Natürlich möchte ich aber auch einfach wissen, wie war es für dich? Ist irgendwas anders? Was nimmst du dir vor für die Zukunft? Und so weiter. Ich bin total gespannt. Das wird spannend. Oh ja. Let's see. Oh ja. Hallo und willkommen zu meinem Videotagebuch. Ich hatte gestern ja meine erste Hypnose. Es war auf jeden Fall aufregend. Und ich muss sagen, ich glaube, es hat jetzt schon mal was Kleines bewirkt. Ich habe zwar 2-3 Mal schon an meinen Nägeln gekaut seit gestern, aber ich bin viel öfter mit meiner Hand Richtung meinen Mund gegangen und habe dann aber davor aufgehört, noch näher dran zu gehen, weil ich mich daran erinnert habe, was ich so bei der Hypnose irgendwie gesagt bekommen habe. Heute ist der 3. Tag nach der ersten Hypnose und ich hatte heute so meine erste Stresssituation, die mich echt getestet hat. Und zwar bin ich heute mit dem Flugzeug geflogen. Alles ist auf einmal so voll stressig und so. Und dann war der Flug noch ein bisschen wackelig
nicht und hatte Turbulenzen. Und ich habe voll gemerkt, wie ich angefangen habe, hier so, ja, an meinem Daumen irgendwie ranzuziehen. Und was mich gut abgelenkt hat, war am Ende mein Ring. Also ich habe meinen Ring genommen und habe damit so ein bisschen rumgespielt. Ich habe mich abgelenkt. Ja, leider sieht man das aber. Update, es ist gerade 12.10 Uhr und ich werde jetzt meine Selbsthypnose machen. Ich habe nämlich eine Audiodatei bekommen vom Hypnotiseur. Die soll ich mir einmal täglich anhören. Die geht so eine Viertelstunde und jetzt machen wir sie mal zusammen. Let's start. Du hältst den Atem an und nun atmest du tief aus und schließt deine Augen. Du öffnest deine Augen und fühlst dich hellwach, energiegeladen und voller Tatendrang. Wow. Ach, das hat irgendwie aber auch gerade gut getan. Das beruhigt einen so voll. Alright, es ist wieder Zeit für ein Update, denn mit meinen Nägeln ist einiges passiert. Ich kann mich gar nicht mehr an den letzten Tag erinnern, wo ich daran geknabbert habe. Und ja, ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ansonsten habe ich in ungefähr eine halbe Stunde meinen zweiten Hypnosetermin. Die Sache ist, dass ich krank bin, deswegen habe ich jetzt mit ihm abgemacht, dass ich nicht hinfahre, sondern dass wir das Ganze online machen. Dieser Hypnosetermin geht ja 1,5 Stunden. Wir reden auch darüber, was die Struggles für mich waren und so weiter seit dem letzten Termin. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Oh mein Gott. Wow, das ist echt lang. Ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass die Nägel krass gewachsen sind. Ich hatte lange nicht mehr, wie gesagt, so lange Nägel. Die Haut darum, die muss natürlich noch heilen und sich regenerieren, aber darum kümmern wir uns jetzt ja bei dieser Hypnose und auch bei der letzten Hypnosesitzung. Let's do it! So, die Hypnose ist jetzt done. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang schon so ein weirdes Gefühl, aber es hat geklappt. Also, ich war auf jeden Fall in einer super entspannten Lage. Für mich geht es jetzt gleich zum Nagelstudio und ich war noch nie in einem Nagelstudio. Ich bin schon ein bisschen excited. So sehen aktuell meine Finger aus. Also die sind auf jeden Fall gesund nachgewachsen. Ich habe sie sogar schon mal einmal abgeschnitten. Let's go. Demis 3 Hypnosesitzungen sind vorbei. Es schien erfolgreich gewesen zu sein. Jetzt treffe ich ihn zur Belohnung im Nagelstudio. Bin mega gespannt. Was waren die Ups und Downs? Und glaubt er wirklich, dass er nachhaltig nicht mehr an den Nägel kauen wird? To the Salon! Hallöchen. Hi. Schön, dich zu sehen. Hallo an dich. Hallo, ich bin Maria. Hi, Maria. Mo. Schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich voll. Komm mal hier zu euch. Ihr seid schon voll im Gang. Ist das was passiert? Ich habe ja schon gesehen, was du in den Tagebüchern so ein bisschen erzählt hast. Das ist auf jeden Fall erfolgreich schien. Yes, oder? Es gab auf jeden Fall eine Veränderung. Also ich muss sagen, an meinen Fingernägeln gehe ich auch gar nicht mehr dran. Aber ich habe immer noch einen Problemfall, und zwar ist es mein Daumen. Da komme ich immer noch dran mit meinem Finger manchmal und picke so dran. Und ja, das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall noch selber verändern muss. Und erzähl mir, was waren so generell die Ups und Downs? Also was richtig empowernd war, waren diese Momente, wo ich zum Beispiel Nagellack draufgepackt habe. Weil ich mich gut gefühlt habe, weil ich selber gerne meine Fingernägel sehen wollte. So, und es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe mich nicht irgendwie davon selber geekelt. Es gab Momente, wo ich gemerkt habe, wow, irgendwie werde ich gerade ein bisschen rückfällig. Und das waren Momente, die voll mit Stress verbunden waren. Und was glaubst du, musst du selber in der Zukunft tun, damit diese Wirkung jetzt nicht nachlässt? Weil jetzt hattest du, meintest, 1:1 Beratung die ganze Zeit und Unterstützung. Ja. Glaubst du, du kannst dieses Level halten? Ich hoffe, also ich, honestly, es ist auf meiner To-Do für dieses Jahr, also werde ich es auch machen. aber mir ist auch ganz bewusst, dass wir gerade mit einer Kamera begleitet werden und dass es auch irgendwas in meinem Kopf macht. Und das sieht mega gut aus. Ich liebe es jetzt schon wirklich. Aber auch deine Nägel und so. Würdest du so ein Hypnose-Coaching oder eine Hypnosetherapie weiterempfehlen und würdest du es selber weitermachen? Ich finde, es ist schwer, direkt zu sagen, ich empfehle das jetzt so, weil erstens ist es was voll Individuelles und es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie bereit man selber ist und wie sehr man daran glaubt. Und honestly, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten könnte, jetzt einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt noch 2 Hypnosestunden, wenn ich merke, ich werde irgendwie ein bisschen rückfällig oder so. Ja. Weil es ist einfach pricey, es sind 250 Euro pro Stunde. Was wären so deine abschließenden Tipps für Menschen, die das gleiche Problem haben? Es gibt ja verschiedene Dinge, die man machen kann. Ne? Also es gibt diesen Lack, der bitter ist, Pflaster, die man drüber kleben kann. Ringe, an denen man knibbelt. Ringe, eine Maniküre, die man machen kann oder halt auch die Hypnose. Und ich würde sagen, fang erstmal mit den Basic Sachen.
Wenn du das Video interessant fandest und du die Erfahrungen von Demi gerne mit FreundInnen teilen willst, dann schick denen das doch gerne bei WhatsApp oder gib diesem Video ein Like. Und wenn dich noch weitere Selbstversuche interessieren, dann klick doch mal auf dieses Video von der Puls-Reportage. Da hat nämlich Ari 4 Wochen ohne Alkohol ausprobiert. Mal gucken, wie das so läuft. Bis dann. Tschüss.